Sie, werte Kollegen der Grünen Partei und auch die Arbeitsplatzvernichter der Roten Parteien, haben Ihr Urteil längst gefällt. Und wieder einmal generieren Sie politischen Druck, um nach der Einstellung des Tagebaus die Stilllegung des kompletten Kraftwerkes zu erzwingen. Dieses Muster taucht bei Ihnen immer wieder auf. Lückenhafte Faktenbasis, bewusste Panikmache und hastige Interventionen. Sonst fliegt uns der Planet um die Ohren oder wie in diesem Fall gräbt uns die rücksichtslose polnische Kohleindustrie das Wasser und den Boden ab. Das wollen Sie uns einreden? Es wäre der Debatte dienlich, wenn Sie Ihr wahres Motiv offenlegen würden. So fordern einige Ihrer Kollegen, ich zitiere, grenzüberschreitende Kohleausstiegsregion jetzt. Ja, so ist es, so ist es. Hören Sie zu, Herr Gebert, hören Sie zu. Dann fordere ich, bringen Sie hier und heute doch mal ein Konzept für eine tragfähige alternative Energieversorgung ein. Aber das können Sie nicht. Sie haben apokalyptische Visionen, aber keine Lösungen. Kernenergie? Nein. Kohle? Nein. Gas auch nicht. Zumindest nicht mit Nord Stream 2 und den Grünen. Sie sprechen von Vollversorgung durch die Erneuerbare. Dabei verachten Sie konsequent die Realität. Sie reden von den sicheren Erneuerbaren. Doch Sonne und Wind tragen zur Versorgungssicherheit 0 bzw. lediglich 3% bei. Großtechnische und vor allem wirtschaftliche Speicher sind auch nicht in Sicht. Und vergessen Sie nicht, für Elektroautos, Wärmepumpen und andere Anwendungen im Rahmen der Sektorenkopplung wird der Stromverbrauch in den nächsten Jahren stark ansteigen. Wir laufen in Deutschland in einen Strommangel und sollen deshalb jede Entscheidung über grundlastfähige Kapazitäten genau abwägen. Um es anschaulich zu machen, das Kohlekraftwerk Duro produziert doppelt so viel Strom wie alle Wind-, Photovoltaik-, Biogas- und Wasserkraftanlagen in Sachsen zusammen. Obwohl seit 20 Jahren mit massiven Subventionen versucht wird, die erneuerbaren Energien auszubauen. Neben der großflächigen Verschandelung unserer Landschaften durch immer größere Windräder und hunderte Hektar große Freiflächenanlagen werden auch Naturräume in Mitleidenschaft gezogen. Am 8. Januar diesen Jahres kam es im europäischen Höchstspannungsnetz zu einem deutlichen Frequenzeinbruch, der fast zu einem flächendeckenden Blackout geführt hätte. Der Betreiber des Kohlekraftwerkes Turo hat alle technischen Anlagen der Kohlekraftwerksblöcke in den letzten 15 Jahren modernisiert. Erst im Dezember wurde der neueste Block ans Netz genommen. Scheinbar hat man bei den Grünen keine Skrupel, ein Milliardengrab daraus zu machen. Dabei ist das Verhältnis zu Polen dank dem migrationspolitischen Alleingang ihrer Vorsitzenden bereits angespannt, werte Kollegen von der CDU. Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, stuft, wie wir alle wissen, Frau Merkels Gesetzesentscheidung als Rechtsbruch ein. Merken Sie sich das. Und waren die Grünen, als es dabei ging, die Einhaltung des EU-Rechts zu garantieren? Wo waren sie? In einer erheblichen Diskussion müssen unbedingt auch die Probleme angesprochen werden, die von der sogenannten Energiewende ausgehen. Und es stellt sich immer wieder die Frage, wo bleibt der Einspruch der Grünen, wenn es um grenzüberschreitende Umweltprobleme geht? Wenn kongolesische Kinder sich in sogenannten Mini-Minen zu Tode kratzen, wenn der Lithiumabbau die Lebensgrundlage der chilenischen Bauern zerstört, wenn gigantische Trinkwasserressourcen zerstört werden
Oder wenn durch den Abbau der seltenen Erden in China ganze Landstriche für Jahrzehnte, für Jahrhunderte verödet werden. All das spielt für Sie keine Rolle, solange Sie und Ihre Wähler sich auf vermeintlich umweltfreundliche E-Autos und Windenergieanlagen etwas einbilden Bitte können. Zum Ende kommen. Ja. Ganz zu schweigen von den exorbitanten Verschwendungen von Steuergeldern, mit der der grüne Traum aus dem Boden gestampft wird. Herr Abgeordneter, ich bitte Sie, zum Ende zu kommen. Danke.